Hey Guys, ich habe vor ein paar Minuten erst dieses Video hochgeladen und 11 Views. Davon hat wahrscheinlich einen ich angeschaut, also 10 Views und gleich mal 3 Daumen runter und 3 Daumen rauf. Also sehr gespaltene Community, die ich da habe. Ich habe absichtlich ein bisschen provokant hier zum Thema Goldpreis, Inflation und so weiter. Es ist halt einfach, Leute, klar gibt es Inflation und die Tendenz ist natürlich wirklich von allen Ecken und Enden her, ja, gewollt, natürlich, dass sie ein bisschen steigt. Also wir hatten ja letztendlich offiziell ja so gut wie gar keine, ja, die letzten Jahre. Das kann man dann rechnen, wie man es mag, ja. Also was auch immer man da in den Warenkorb reintut, ja. Das ist ja das ist alte Lied. Aber es ist halt einfach ein Riesenthema in Deutschland und ja, also das ist genauso wie wenn du ein Video hochladen würdest, ist jetzt immer noch wirklich die Maske nötig oder nicht, ja? Also ich meine, in Dänemark ist die Maske nicht mehr Pflicht, ja, in Ungarn ist sie nicht mehr Pflicht, ich weiß nicht, in wie vielen Ländern jetzt nicht mehr. Die haben auch nicht andere Inzidenzen, Raten und Klump und so. Also es gibt halt wirklich ein paar sehr empfindliche Themen. Und in Deutschland aktuell, ich glaube, so Rententhemen sind wahrscheinlich auch nochmal so ein Thema, insbesondere jetzt auch in Bezug auf die Wahlen. Und dann noch Umwelt, ne? Also das ganze Thema Energie und globaler Wandel und Klimawandel und so weiter. Also das sind so die Themen. Und ich finde es halt immer wieder lustig, da kriegt man halt wirklich sehr viel Gegenwind. Es gibt halt so viele, die an diesem Gold quasi fast schon wie eine Religion, ja, also Gold und Silber. Und Leute, wir müssen einfach mal die nackten Fakten hier auf den Tisch legen, ja. Also wenn ich 20.000 Euro vor 10 Jahren in Silber investiert hätte, dann hätte ich jetzt ungefähr 35.000 Euro. Würde ich wieder zurückbekommen, wenn ich es verkaufen würde. Ja, und wenn ich vor 20 Jahren Google oder Tesla oder irgendwie so eine von den Technologieaktien, ja, Tesla vielleicht nicht, aber ich sag mal, was war vor 10 Jahren definitiv schon kaufenswert? Ja, durchaus eine Facebook oder sowas. Oder wenn man in der Branche arbeitet, hätte man dort durchaus investieren können, 10.000 Euro, wenn man das Geld übrig hatte. Ja. Oder Adobe oder Oracle meinetwegen oder sowas. Auch die Standardwerte, SAP, egal was du sagst, ja, also wenn du da dir mal den Graphen anschaust. Ja, allein SAP-Aktie, ja, allein das, also mal hier mal schaust, 5 Jahre, 10 Jahre. Ja, sprich 2011 oder so, da waren wir bei 40, 30 Euro, jetzt sind wir bei, ja, also du hast da hättest eine durchschnittliche Wahrscheinlichkeit gehabt von 3 bis 4-Verfachung, ja, und eben nicht, und das ist eben nicht beim Silber oder beim Gold der Fall gewesen, ja, also, kommt jetzt da nicht der. Mein Gott, da bietet wieder Google nichts. Nervt, 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 nervt. Jetzt muss ich ja schauen, dass ich irgendwo einen Chart finde. Sowas fickt mich wieder an. Also echt, Leute, ich gebe in Google Silberpreischart und dann will ich einen verfickten Chart hier sehen. Verdammt nochmal, ja. Und nicht da wieder rumfummeln müssen. Das kotzt mich wieder an, ey. Also hier 2010, ja, da waren wir sogar höher irgendwo. 23 und heute
flippt gleich aus, ey. Bei 21 Euro und jetzt mal wieder da. Also gemäß diesem Chart hier hat sich da gar nichts verändert. Also da sind wir nicht mal, da hat nicht mal irgendwas gestiegen, weil ja hier diese Hosse da war. Also da müssen wir nochmal weiter zurückgehen nach 2010, also hier auf 10 Euro. Das meinte ich so. Nach diese Preisgemenge hier, diese Preisgelage 10 Euro und jetzt sind wir auf 20. Also hättest du aus 10.000 Euro vielleicht 20 gemacht. Und bei, was man eben gerade gesagt hat, bei SAP hättest du aus 10.000 Euro 40 gemacht oder so, ja. Oder bei Adobe noch mehr und bei Facebook noch mehr und so weiter. Ja, das ist auch ziemlich offensichtlich, ja. Also, das gibt es da nicht zu verstehen, ja. Also hier. Preis, Gold wird steigen, Gold und Silber, kauft. Daumen runter! Ja.